Ortswechsel nach Bremerhaven. Eine 295 rangiert einen langen Containerzug auf der Hafenbahn. Nach der Modernisierung ist diese Baureihe aus der 291 entstanden. Zunächst haben die 295er keine Umlaufgitter. Erst ab 2015 wird nachgerüstet. Im Unterschied zur 294 sind die Ordnungsnummern nicht um 500 Stellen erhöht worden. Zusätzlich zum Bergfunk erhalten ab 2007 30 290er eine Funkfernsteuerung. Gleichzeitig wird der MTU Motor 8V 4000R41 eingebaut. Die so ausgerüsteten Loks erhalten die neue Baureihenbezeichnung 296. Auch hier wird die Ordnungsnummer nicht um 500 Stellen erhöht. Ein flexiblerer Einsatz ist der Grund für die zusätzlichen Maßnahmen gewesen. 296er sind in den großen Rangierbahnhöfen wie hier in Maschen eingesetzt. Im Jahre 2020 ist der Bestand der V90-Familie bereits geschrumpft. Noch gut im Geschäft sind sie auf den Hafenbahngleisen in Hamburg. Allerdings haben hier bereits die privaten Unternehmen die Oberhand. Ein Hingucker ist die Sunrail Lok 291038. Bunt verziert mit typischen nordischen Motiven wartet sie hier auf den nächsten Einsatz. Thank you.
Neben Metrans ist das Unternehmen Rail System mit seinen Maschinen stark vertreten. In Wartestellung 295041, die sich in Ozeanblau-Beige präsentiert. Ebenfalls zu Rail Systems gehört 295004 in dieser Farbgebung. Futuristisch mit Art-Aufklebern kommt die Rail System 295076 daher. Auch diese ozeanblau-beige 295er gehört Rail Systems. Mit einem langen Zug ist sie auf dem Weg zum Rangierbahnhof Hohe Scharb.